Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer weiteren Folge von World of Warcraft. Wir befinden uns bei Legion in Ashara, gerade im Anfangsgebiet von der, ja, wie soll ich sagen, von der Dämonenjäger. Wir sollen Jungs befreien, wir sollen Unruhe stiften, alles kaputt machen, also das volle Programm für mich. Also alles, was ich gern mache. Weil, wie gesagt, wie war das? Was machen Sie denn am liebsten, Herr Meier? Kaputt. Uralt. Ich glaube, das war noch zu meiner Bundeswehrzeit, wo ich das gefroren bin. Da muss ich aber auch dazu sagen, da war ich bei der Artillerie. Also da war mit Kaputtmache, war das schon so in Ordnung. Wo reitet die jetzt hin? Oh, Spinny braucht noch ein bisschen. Habe ich nicht noch Fleisch oder irgendwas? Nö, hab leider kein Fleisch, oder? Doch. Warum soll ich kein Fleisch haben? Also Dämonen können schon gut troppe, aber nicht halt das, was man immer braucht. Leider. Oh, jetzt habe ich beide gepult. Ja, aber okay, die fallen auch schnell, die Humanoide. Die Nase juckt heute. Also es gibt bald wieder Geld, glaube ich. Oh, eine Hose gekriegt. Die können wir gut verkaufen. Gibt gut Kohle. Die Spinne sollte ich... Ah, das... Das muss ich noch kaputt machen. So, den machen wir auch noch Fleisch hinüber. Ah, der Mehrfachschuss ist halt tödlich hier. Spinni braucht Leben. Aber ihr seht, der Balke geht schon langsam voll. 10% Bonus auf Kriegsbeute, weil wir ja den Kriegsmodus anhaben. So, wir warten noch ein bisschen, dann können wir das einschalten. Ich verrate der gar nichts. Und wenn, dann müsste ich schon ein bisschen mehr bringen als so das, was jetzt gerade abziehe. So, wir springen nochmal schnell hier rüber, weil es tut nämlich ein bisschen weh, wenn man in das Wasser geht. So, 29% haben wir. Also ihr seht, guck, wenn man im Wasser ist, kriegt man ein bisschen Schade. Oh, Spinne geht es nicht so gut. Mal gleich heile. Hier haben wir noch einen Fluchdämon. So, den hauen wir auch noch gleich weg. Oh, es zieht gut 60% ab. So, was haben wir hier drin? Hier haben wir noch jemanden zu befreien. Das nehmen wir doch natürlich liebend gernst mit. Jetzt hier noch weiter? Nein, manchmal, also die neuen, muss ich ganz ehrlich sagen, die neuen Höhlen haben wirklich schon Design. Und es kann auch gut immer sein, dass es noch ein bisschen weitergeht. So, wir haben die auch befreite Ische. Jetzt fehlen nur noch vier. Vier. Hier haben wir noch, ach, wie heißt es nochmal? Folterer, Verhörer, Inquisitor. Inquisitor. Und wie gesagt, solange wir die so leicht kaputt kriegen, sollte man das auch gut tun. Wie gesagt, das ist ein Bonus-Event. Ich muss das nicht machen, ich kann das machen. Wenn man es macht, kriegt man halt noch Ordensressource dazu. Alter! Dreckswichtel! Die Wichtel, die sieht man als nicht. So, wo war ich stehen geblieben? Ja, Inquisitor. Gezielter Schuss drauf und dann rund geht's. Und weg. Wie sieht es bei aus bei den Instanz? Nur noch ein Krieger fehlt. Ja, das geht auch noch. Muss bloß dran denken, dass ich, wenn ich in der Instanz bin, dass ich dann halt Spinny wegschicke. Weil, wie gesagt, da habe ich einen Tank. Der übernimmt das Ganze, was dann Spinny die ganze Zeit macht. Aber zum Queste finde ich es halt doch schon angenehmer. Scheiß auf die 10%. Klar, wenn ich jetzt ein Item-Level hätte von, ich sag mal, 365, 367 als Treffsicherheit. Dann würde ich auch ohne Spinne wahrscheinlich rumlaufen. So, da hatten wir die nächste, wo wir befreit haben. Die gehe ich jetzt nicht dran. Aber den hole ich mir, auch wenn er in der Luft schwebt. Da kommt noch ein Gezieler drauf und das war's. Ne, geht nicht. Zack, weg ist er. Jetzt hockt er unten in der Brühe drin.
Naja. So, machen wir auch noch gleich weg. Da dürften wir aber 45 sind. An den komme ich jetzt nicht dran. Aber hier kommen lauter Wichtel hoch. Das finde ich jetzt ein bisschen uncool. Aber okay. Weiter geht's. Wir müssen ja auch immer noch drei Leute befreien. Also von dem abgesehen, rennen wir mal ein bisschen los. Also, das ist ein großes Areal. Früher war es halt so gewesen, wo ich hier angefangen habe zu questen. Da haben sich die Leute gegenseitig ein bisschen kaputt drin geschlagen. Also, da hat man dann schon gemerkt, okay, das ist Anfangsstaatsgebiet. Ja, ich weiß, dass der World Boss da steht. Das ist echt ein bisschen katastrophal gerade. So. Nehmen wir mit. Mal gucken, ob ich den alleine krieg. Gezielter Schuss und los geht's. Ich werde euren Willen brechen. Und. Haben wir die? Ne, die haben wir noch nicht. Das sollte Wildtier sein. Also man kriegt so ein bisschen mit, dass durch die Dämonenjäger halt hier alle so ein bisschen korrumpiert werden. Was ja nicht, ich sag mal, wo sie auch nichts davor können. Also die geben sich halt mit der Dämonenessenz ab und werden halt dann durch immer mehr betroffen. So, wir brauchen Wegbegleiter. Ich hab, der ist hinüber. Den wollte ich leveln. Die Mischung passt. Heilung. So, und jetzt mal gucken, wie viel mehr davor kriegen. Müssen wir gleich mal aufpassen. Also, die Spinne ist leider nur weiß. Oder? Ne, grün, oder? Grün. Also, der Waschbär fehlt mir auch noch. Der wäre grün, aber ich will halt blaue haben. Deswegen. So, dann hauen wir immer mit dem Turtle zu. Jetzt da plus, sie hat es jetzt so gemacht, dass ich nicht mehr wechseln darf. Ja. Ne, ich darf wechseln. So, gehen wir wechseln. Ist jetzt zwar auch nicht der beste Charakter, wo ich den gegen Wildtiere nehmen kann. Also müsste ich, wie gesagt, mechanisch nehmen. Ist jetzt halt, sag mal so, er ist schon eine solide, mein Küken des Schreckens. Aber der schenkt mir allebei gut in mit seinen Feuerkrams. So, der Waschbär, wie gesagt, der ist zwar grün, aber ich will halt blaue. So, jetzt geht's ab. Aqua. Aqua ist er immer gut, meine. Jetzt verpisst er sich auch noch. Machen wir normaler Schlag. Kassieren das halt. Ich hoffe, dass er jetzt nicht so hoch ist. Nö, das ging. Dann hauen wir noch einen normalen Schlag zurück. Zack. Und das war's für ne. Jetzt sollte nochmal Wildtier kommen. Nein, das ist ein Waschbär, ist ein Kleintier. Okay. Ein Beutedachs. Da mache ich jetzt nur den Wechsel. Dann hole ich mal Freund. Erstmal ein bisschen Schleim überziehen. Einmal anrotzen, wo Schäck, weil die so ganz von unten hochgeholt. So, so ganz tiefe. In der Zeit trinke ich noch Tasse Kaffee. Heile nie vergesse. Zack. Das soll die letzte Aktion von gewesen sein. Nochmal schön heile. Er ist kaputt. Klar, wenn ich natürlich hätte fangen wollen, weil er blau gewesen wäre. Wir kriegen 12.650. Überlegt mal. Wie viel Mobs ich doch klatschen muss, dass es überhaupt geht. So, dann. Da. Wie gesagt, Bonusgebiete, also Bonusaktionen könnt ihr immer gern mitmachen. Das schadet nicht, wenn er halt länger in der Gegend bleibt. Also sprich praktisch Legion. Und jetzt sagt, okay, mit 10, ich hau jetzt ab. Hat halt einen Vorteil, sind wir ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier Ordensressourcen mitnehme, die ich auch für hier benutzen kann, für die meine Gefolge loszuschicken, was wir auch schon bei Warlord of Draenor gesehen haben. Das kann ich jetzt auch hier wieder tun. Und das funktioniert auch bei Battle for Azeroth. Klar ändert sich das immer so ein bisschen minimal oder man kriegt auch andere Quests. Ist halt, ja, wie soll ich sagen? Na, was soll das? Jetzt Zettler. Ist halt jedem selbst überlassen, wenn er sagt, okay, ich will jetzt nur
bis Level 110 machen, dann gehe ich sofort noch BFA rüber, also Battle for Azeroth. Ich wiederhole es bloß immer noch für Leute, die sich noch gar nicht damit auskennen oder mit den Kürzel. Klar, ich kenne auch nicht alle Kürzel. Ich muss auch vieles nachfragen, aber deswegen, ich habe hier eine coole Gilde, die mir vieles erklärt. Da sind auch sehr viele Leute dabei, die auch wirklich vieles mir beigebracht haben. Wenn ich was nicht weiß oder mich verbessern will, kann man die immer nachfragen. Also ist immer offenes Ohr da. Also ich hoffe für euch, wenn ihr auch World of Warcraft spielt, entweder, dass ihr schon viel Wissen habt und das nur zum Spaß hier guckt, oder dass ihr auch schon eine Gilde findet, wo auch genauso cool ist wie meine und sagt, ey, das sind so viele coole Leute, mit denen kann man super geil zocken und die helfen auch allen ein. Also das ist das Wichtigste. Jo. Dann werden wir die kleine so. Oh, wir gehen aus unserem Bereich raus. Das ist natürlich doof. Das wollen wir natürlich nicht. Oh, das ist noch so Spinge. Ja, ich weiß. Aber es sind halt sau viel XP. Oh, und da ist was Blaues. Und dann habe ich noch nicht die Waldmotte. Ja, die Waldmotte nehme ich mir natürlich mit. Ah. Oh. Yay! Die Waldmutter hab ich noch nicht. Und die hole ich mir jetzt. Nee, ich darf nicht weg. Dreckarsch. Zwei Runde darf ich jetzt nicht weggehen. Ich will nicht doch leveln. Ja, kannst du vergessen, wenn ich den Panzer rausschmeiß. So, dann hole ich mir meine Küke wieder. Hab nur die Hoffnung, dass wenn ich Dunkelheit drauf mache, dass ich dann besser treffe dann. Oh, das Eichhörnchen dabei. Aber das habe ich schon. So, komm, mach eine kaputt. Zack. So, jetzt muss ich halt aufpassen. Ihn darf ich nicht kaputt machen, weil ich will ihn ja auf jeden Fall fangen. Aber ich muss halt genauso... Ja, jetzt grabt er sich ein, der Sack. Oh, halt durch, bleib am Leben. Ne, es reicht noch nicht. Jetzt reicht's. So, komm, bitte, bitte fang's. Nein! Ah, jetzt muss ich noch eine Runde aushalten. Heide, nein! Nicht kaputt geh. Komm, fang ne. Jetzt hab ich ne. Ja, jetzt muss ich es nur noch durchziehen. Nur noch durchziehen und gewinne. Ja, okay, das. Noch einmal Nacht reinhaue. Zack. Jetzt war es das für meinen Vogel. Schleimo, Schleimüssimo. Komm, haus weg. Bams, in your face. Und wir haben eine Motte. So, wir haben die Motte gekriegt. Die Motte wird dann ein bisschen runtergesetzt. Also nicht mehr 25, sondern 24. Die Motte nehme ich auch gleich mal mit. Die kann ich ein bisschen mitleveln nebenbei. Weil noch eine Minute 10 dauert auf jeden Fall, bis ich heilen kann. Also, dass ich jetzt eine Motte gekriegt habe, finde ich cool. Das heißt, ich habe jetzt wieder ein Tier weniger, wo ich brauche für meine Liste. Weil, wie gesagt, ich sammle hauptsächlich nur blaue. Früher war das noch nicht so, dass man, dass es jede Varianz von Tier auch in blau gegeben hat. Da hat man dann auch ein paar grüne bekommen. Also, sprich praktisch, wenn ich in der Liste runtergehe, da sind auch noch ein paar grüne dabei, so wie das mechanische Eichhörnchen. Das gab es nicht in blau, das gab es nur in gelb. Oder Minischwinge, die habe ich sogar doppelt, sehe ich gerade. Ja, dann kann ich die ja dann mal wegpacken. Also ihr seht, es gibt halt auch viele Sachen, wo es damals nur in grün gab. Zum Beispiel den mopsige Streuner, den gab es bei der Kinderwoche. Oder verschiedene Tiere, wo man kaufen konnte, wie die Katze, orangefarbene Tigerkatze und so, die waren dann halt alle leider nur grün. Da war das noch nicht so mit blau oder grau und weiß. Also weiße Tiere fange ich sowieso überhaupt nicht. Das ist klar, die grünen kann ich immer noch aufwerten zu blau. Klar, natürlich könnte ich das auch mit der Graue machen, aber das wäre mir dann zu viel Arbeit. Will ich nicht.
Ganz ehrlich, mag ich nicht. Dann kämpfe ich lieber öfters mal und nehme die XP mit. Und freue mich, wenn ich dann mein Zeug krieg. Freue mich dann, wenn ich schon mein Zeug krieg. Auch wenn es dann ein blaues Tier ist, dann ist es mir auch ein bisschen mehr wert, sag ich mal. So. Ach, ich hab's doch verstanden, dass der Typ da ist. Entfernen. Zack. So, haben wir hier irgendwo noch einen? Ich laufe zwar hier wieder raus, aber ist jetzt erstmal egal. Oh, hier sind Wichtel. Die können wir ja auch mitnehmen. Nehmen wir denn eine komische. Oh, Leckerbissen! Ja, Untergang der brennenden Legion. Zack. Da haben wir noch Spinnen. Komm, die versuchen wir einfach mal. Wie gesagt, es gibt halt Haufe XP. Kann ich nicht nein sagen. Grün habe ich schon. Das ist auch nett. Gut, hauen wir jetzt erstmal das raus. Bisschen Schild. Quatsch. So, da ist Ende 20. Also es ist noch 4 Level. Törö, tö, tö, tö. Bisschen Heilung rausballere. So, dann hole ich mal die Mottinge. Die Mottinge ist nämlich nur Level 23. Oh, der heilt sich. Zack. Kokor ist nicht schlecht. Angriff und ab in der Kokor. Das heißt praktisch, sein nächster Angriff, wo er startet, geht ins Leere. Das war jetzt das Netz, was gut war für mich. Jetzt hat er nochmal Netzgeschosse. Und das war's schon für ihn. Das Schöne an der Motte ist halt, sie ist Flieger. Das heißt praktisch, sie greift immer fast als erstes an. Hier ist noch eine normale kleine Spinne. Das ist jetzt die grüne, aber die habe ich schon. Ich glaube, die habe ich sogar in blau. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Aber okay. So, was ich auf jeden Fall jetzt mache, wäre, ist der Wechsel auf mein Schleimling. Weil ich will ja haben, dass die überleben beide. Dass die XP kassieren. Klar, die werden jetzt nicht so viel kriegen, wenn ich nur einen mit drin nehme. Aber es langt zum Leveln. Es wird echt lange, also. Es bringt mich halt immer weiter. Ich habe die dann irgendwann noch 25. Und es gibt ja auch noch schöne Erfolg, wenn man halt, ich glaube, 25, 30. Ich weiß nicht, wie die Dinger sind. Müsste ich jetzt mal gucken bei Pet Battle. Aber man kriegt halt nochmal Haufe XP. Oder was heißt XP? Erfolgspunkte. Mit denen kann man sich ja soweit nichts kaufen. Außer, dass man sagen kann, hö, guck mal, was ich alles schon gemacht habe. Das ist so der virtuelle Schwanzvergleich. Also von dem abgesehen, muss man gucken. So, das war's, Finne. Die Schnecke ist kaputt. Und 324, 277 und wir kriegen wieder 12.650. Wie gesagt, mir fällt da nichts ein, wo man wirklich mehr XP in schnellerer Zeit kriegt als hier. Und man macht noch was Gutes, man tut seine ganze kleine Pets leveln. Das ist auch immer so eine Sache, was ich halt gern mache, wenn ich schon mal nicht weiß, was ich genau machen will. Dann rase ich los und sage, okay, ich mache jetzt wieder ein bisschen Pet Battle. Bringt mich auch ein bisschen auf andere Gedanken und ich habe auch mal andere Tiere. Was ich halt gemerkt habe, was bei mir so ein bisschen das Problem ist, ich habe von. Ich glaube, was war's? Also, ich habe mein Problem war immer gewesen, dass ich immer hingegangen bin. Und habe dann die Tieren, wo mir erstmal saugut gefallen haben, hochgelevelt. Was so das Problem war, das waren dann halt meistens immer entweder nur Wildtiere oder nur Fliege oder nur Mechanige. Da ist mir halt nicht variabel genug. Also man sollte schon ausgewogene Level haben von aquarisch, fliegend, Kleintier, Wildtier, mechanisch, magisch, Drachkind, Humanoid. Also ich glaube, von Humanoide habe ich am wenigsten. Mal überlege. Ja, ich glaube, Humanoide waren es die wenigsten. Und was mich immer noch am meisten ärgert, ich hätte gern ein Murloc gehabt als Pet. Und ich habe mir damals gesagt, ach nö, das kostet so viel Geld, die Karte. Und ach, warum soll ich das machen? Und alles Blödsinn. Und
Und heute ärgere ich mich, dass ich nicht gesagt habe, komm, die 10 Euro, warum habe ich die denn investiert? Aber okay. Das sind Fehler aus deiner Landme. Das sind auch Fehler, die macht man halt. Ob es jetzt wirklich ein Fehler war oder nicht, sei dahingestellt. Die ganze Zeit nur verfehlt. Das geht doch nicht. Klar, wie gesagt, so, sei dahingestellt, ob das jetzt ein Fehler war oder nicht. Es ärgert mich halt, ich hätte gerne Murloc gehabt als Pet, einer von denen. Hab bis heute noch keinen, glaube ich, außer im Regal als Stofftier. Damals hatte ich auch den Stoff-Murloc, wo du so schön drücken konntest. Der war saugeil, aber damals war richtig teuer. Also ich glaube, der hat, glaube ich, im Mediamarkt war der gewesen für 50, 60 Euro. Also es war schon happig, der Preis. Da habe ich mir danach gesagt, will ich das wirklich? Oh, das war es jetzt. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Naja, dann war es das für die Motte. Ist aber egal. Einmal nicht aufgepasst und dann war es das für die Motte schon. Zack. Hey, Nüsschen. Und fertig. Nüsschen. Und unsere Schildkröte hat wieder Level Up. So, aber in diesem Sinne bedanke ich mich wieder bei euch. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es mal unten in die Kommentare. Haut was raus. Ich gucke, dass ich das immer so schnell wie möglich beantworten kann, sobald ich es sehe. In diesem Sinne wünsche ich euch noch was und sage dann schon mal Tschüss!